Ey, yo Leute, was ist denn? Herzlich willkommen zu meinem Forza Horizon 4 Video. Und zwar habe ich heute zwei Money Methods für euch, die ihr eben nutzen könnt, um mit Skillpunkten quasi wieder Kohle zu machen. Der eine kennt ihr schon vielleicht, den gibt es jetzt als Rennen ziemlich kompakt und alles. Und deswegen will ich euch den nochmal zeigen. Und da es eben momentan der beste ist und der einfachste, der so funktioniert, will ich euch den nochmal zeigen. Und als zweite Methode habe ich eine bessere Methode als nur AFK rumzustehen. Da könnt ihr eben ein bisschen rumfahren und könnt dabei eben schnell die Skillpunkte bekommen. Noch kurz vorweg, was da ich in letzter Zeit viel gefragt wurde wegen Discord und so, wollte ich jetzt mal hier in einer kleinen Abstimmung, okay, das war jetzt Fail, voll gegen die Wand gefahren, wollte ich hier mal in einer kleinen Abstimmung fragen, ob da Leute Bock drauf hätten, damit man so eine kleine Community vielleicht mal so Aktionen starten könnte, hier auch in Forza, und da ein paar Leute zum Zocken eben findet. Das wäre eben die Umfrage Nummer 1, die könnt ihr eben hier auswählen. Zweite Frage, die ich euch heute stellen will, ist, ob ihr noch Bock hättet auf andere Spiele und was euch denn so momentan interessiert. Vielleicht irgendwelche anderen Money Glitches in anderen Games, könnt ihr ja mal vorschlagen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, Leute, wir fangen jetzt direkt mit dem ersten Glitch an und sehen uns da gleich. Ja Leute, der erste Glitch, den ich euch heute zeigen müsst, findet ihr über ein Rennen über den Creator Hub. Ich zeige euch das gleich mal. Ihr müsst das eigentlich nur eingeben, den Titel, und dann habt ihr das Rennen schon gefunden. Ihr müsst also zu den Blaupausenveranstaltungen und geht dann, also ich gehe jetzt hier auf meine Favoriten, ihr müsst dann hier unten rechts auf Suche gehen oder unten links, und wir nehmen diesen Glitch hier von Knusperkeks 1402, 1348 Likes. Den müsst ihr nehmen, Skillpoint Farming, und das Ganze starten wir solo oder geht auch im Koop, soviel ich weiß. Und ich wähle dann wie immer den Lamborghini Reventon Forza Edition mit dem Credit Boost. Ihr könnt natürlich wieder auch die Fähigkeiten Boost nehmen, aber ich nehme eben den Lamborghini wieder, und dann startet ihr das Ganze. Wir können das Ganze auch gleich direkt im Rennen machen, also wir müssen hier jetzt nicht irgendwie wieder was mit Route erstellen oder so, sondern die Leute, die den Glitch wahrscheinlich jetzt noch kennen, die wissen dann schon ungefähr, wie es wieder abläuft. Ja, wir müssen uns eben nun wieder die Runde fahren und uns am Ende wieder ein Plätzchen suchen, wo wir die Skillpoints farmen können. Und ich würde sagen, nach dem Ladebildschirm fangen wir direkt mal an. Ja Leute, dann geht auch das Rennen schon los, und ihr müsst jetzt eigentlich, ihr seht, die fahren schon ziemlich Bullshit hier. Platzierung ist mal wieder völlig egal. Ihr werdet eh nicht ins Ziel kommen, beziehungsweise werdet das Rennen eh verlassen. Ihr fahrt das Gegending einfach jetzt ganz normal durch bis zum Ziel. Und dann zeige ich euch, was ihr machen müsst, damit ihr die Skillpoints eben abfahren könnt. Ja, das Ganze, wie gesagt, kennt ihr wahrscheinlich schon. Ihr könnt das dann eben mit den Skillpoints, wie ich es euch im letzten Video schon gezeigt habe, dann bestimmte Autos eben tunen in dem Skill Perk Tree, und dann bekommt ihr eben Coins, Credits und Fähigkeiten. So, wir kommen jetzt schon auf die Zielgerade. Wir sehen jetzt gleich wieder, der Checkpoint müsste jetzt verpasst sein. Ja, dann müssen wir jetzt kurz zurück. Ah, wir probieren uns jetzt erstmal neu spawnen zu lassen. Hier, wir müssen erst komplett zurück, dann den anderen Checkpoint einsammeln. Okay, ist gerade etwas unmöglich. So, jetzt haben wir den ersten Checkpoint, und jetzt fahren wir nach unten und suchen uns jetzt eben einfach eine geeignete Stelle, wo wir ein bisschen campen können und uns die Skillpoints upgraden können, da wo sie uns eben überholen. Ja, und wenn ihr dann das Ganze gefunden habt, ihr seht, wir bekommen jetzt schon die Skillpunkte, also passt es hier, und können jetzt eben hier wieder chillen, bis wir 100.000 Punkte haben. Dann sollten wir das Ganze absafen nach hinten, damit wir eben mehr Skillpunkte wieder bekommen, da ab 100.000 ist ja nicht mehr weitergeht. Ich lasse das jetzt mal wieder ein bisschen laufen, alles mal ein bisschen schneller, zeige ich noch dann kurz, wie wir das absafen, und dann würde ich sagen, kommen wir direkt noch zum anderen Glitch, der eigentlich kein Glitch ist, sondern eben eine gute Money-Methode für die Skillpunkte. Ja Leute, wie ihr seht, haben wir jetzt die 100.000 voll gemacht, und wir wollen das Ganze jetzt noch absafen. Dafür fahrt ihr am besten einfach nach hinten, und dann müsstet ihr jetzt sehen, okay, wir bekommen jetzt einfach keine Punkte mehr. Und die Punkte werden uns gleich gut geschrieben. Jetzt haben wir 515.000 Punkte bekommen. Und das sind auf jeden Fall ein paar Skillpunkte, die wir nachher einlösen können. Ihr könnt jetzt das Ganze eben zu Ende fahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es funktioniert.
Ah, okay, doch, es funktioniert. Also ihr könnt es sogar chillig zu Ende fahren. Bei manchen funktioniert das eben nicht. Aber das ist perfekt, da müsst ihr nicht quitten. Und ihr könnt das Ganze noch eben legal, richtig, alles perfekt absaven. Ich würde sagen, wir kommen dann direkt noch zum zweiten Money Glitch. Wie ihr die ganzen Credit jetzt umwandelt, habe ich euch ja schon in den letzten Videos gezeigt. Checkt dazu einfach die ab. Da habe ich euch ein paar gute Autos gezeigt, mit denen ihr eben das Ganze in Geld umwandeln könnt. Ich zeige euch beim nächsten Mal wieder mehr, da ich momentan so ein bisschen, ich wollte nicht wieder schon die gleichen zeigen, deswegen bin ich eher auf der Suche noch nach anderen Autos, wo man sie eben die Skill-Perks richtig gut einlösen kann und wo es sich auf jeden Fall lohnt. Und deshalb gibt es sie eben beim nächsten Mal wieder und dann kommen wir auch direkt zum Glitch Nummer 2. Ja Leute, kommen wir auch direkt zum zweiten Teil meines Videos. Hier müsst ihr den M6 Coupé Force Edition jetzt mal auswählen, den könnt ihr im Auktionshaus kaufen. Der hat nämlich eine Drift-Fähigkeiten-Boost. Und wenn ihr das habt, also wenn ihr dieses Auto gekauft habt, dann geht ihr mal zu den Autos und geht auf Automeisterung. Da könnt ihr jetzt eben hier verschiedene Sachen freischalten, die euch eben echt noch richtig viel Bonus bringen. Zum Beispiel, wo war es denn? Verdiene 10% mehr Einfluss durch Fähigkeiten, bla bla bla. Hier Drift und E, Drift-Fähigkeiten werden erhöht. Dann die Fähigkeitsmultiplikator kann auf 7 steigen, also es lohnt sich echt wirklich richtig. Oder hier zum Beispiel, ihr könnt irgendwie rumspringen, es gibt 20% da mehr. Also das ist wirklich richtig gut und damit könnt ihr eben schnell Skill-Points sammeln und eben das Ganze hat noch ein bisschen Spaß, ihr müsst nicht irgendwie blöd rumstehen. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze noch am besten macht. Ja, eigentlich im Prinzip bekommt ihr für alles Punkte, also ihr könnt eben ein bisschen rumdriften in der Straße, ihr bekommt eben für alles Punkte. Am besten ihr sucht euch dafür eine offene Fläche, gerade bei den Beschleunigungsrennen, da gibt es eben viele offene Flächen, wo ihr das Ganze machen könnt. Das zeige ich euch jetzt gleich auch noch und kurz vorweg noch, am besten ist es, wenn ihr gerade ein Fähigkeitslied im Radio hört, also deswegen immer schön das Radio anmachen, beziehungsweise es wird euch ja auch ohne Radio angezeigt, glaube ich, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Deswegen macht lieber mal das Radio an. Ich kann es jetzt leider nicht anmachen wegen Musik, blablabla, Video und so ein Scheiß. Aber ihr bekommt da eben einen Multiplikator für 10. Das heißt, eure Punkte werden immer mal 10 multipliziert. Und das gibt auf jeden Fall 4 Punkte. Und ihr seht auch hier, wir kommen eben nur für ein bisschen Querfeld einfahren, eben wenn wir hier ein bisschen mal Mauern mitnehmen, ein bisschen springen. Wir bekommen echt wirklich viele Punkte. Ihr seht, der Multiplikator, der kann maximal auf 7, glaube ich, steigen mit den Fähigkeiten. Ihr dürft halt nur nicht gegen den Baum fahren oder zu sehr übertreiben, so wie hier. Also ihr seht, nur mit Querfeld einfahren, scheißegal wie, ihr könnt rumfahren wie ein Vollidiot. Ihr bekommt dafür eben Punkte und euer Multiplikator lädt sich da auf und es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich auch. Vor allem, wenn man eben keinen Bock mehr hat, immer auf diese nervigen Glitches hier mit, ja, Rennen erstellen, dann da ewig warten, bis die Punkte voll sind. Und für die Leute ist es, glaube ich, ganz cool und es ist vor allem ja nichts Böses, das ist ja kein Glitchen. Und deswegen wollte ich euch das einfach nochmal zeigen. Ansonsten lasse ich euch das jetzt noch ein bisschen laufen, zeige euch gleich noch einen besseren Spot, beziehungsweise eine große gerade Fläche. Aber eigentlich, ihr seht, die Flächen hier sind so offen am Strand, da könnt ihr eigentlich überall so driften und einfach durchheizen oder immer mal wieder irgendeine Mauer zerstören und ihr bekommt die ganze Zeit eben für Bruchlandung, für Seitenstrafe. Ihr seht, wir bekommen die ganze Zeit eben ziemlich viel Punkte mit dem 7-fach Multiplikator. Ja Leute, ansonsten lasse ich euch jetzt hier noch ein bisschen Gameplay laufen. Ihr seht jetzt hier den Spot. Ich zeige euch nochmal auf der Karte. Ihr habt hier wirklich viel, viel Platz. Wir sind hier, wo wir eben bei den Beschleunigungsrennen eben hier ein bisschen Skillpunkte farmen könnt. Ich lasse jetzt mal im Hintergrund noch ein bisschen Gameplay laufen, wie ich noch ein paar Skillpunkte hier mitnehme. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir noch eine Bewertung da. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben würdet in den Umfragen und allgemein in den Kommentaren, ob ihr noch was anderes sehen möchtet an Money Glitches in anderen Games oder sonst irgendwas. Und vor allem eben die Sache mit dem Discord. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao!